Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum 11. WM-Lauf der F. Ja, der World Series bei Renault. Ich wollte schon F1-Fantasy-Liga sagen, aber nein, das ist ja die World Series bei Renault. Ja, zum 6. Rennwochenende insgesamt. Es werden ja 8 Rennwochenenden gemacht und wir sind also knapp nach der Halbzeit der Saison. Und ja, deswegen werden jetzt die nächsten Rennen wahrscheinlich ein bisschen fixer kommen, damit die F1-Fantasy-Liga nicht zu früh fertig ist und wir noch zu viele Rennen haben. Also Marvin Dienz, gehen wir mal die Startaufstellung durch. Marvin Dienz startet hier von 1. Sehr, sehr gut für den Deutschen. Mohamed McLovin auf der 2. Der kommt so langsam in den Rhythmus, habe ich das Gefühl. Lukas Mertens, der WM-Zweite, auf der 3. Matt Brown auf der 4, Samuel Hullebeck auf der 5, 6. Carlos Sainz hat er am letzten Rennwochenende einmal gewonnen, Tom de Brent auf der 7, Anja Kahim auf der 8, Tobias Fritz auf der 9, 10. Felipe Nasser, 11. Felix Petrat, der WM-Führende wohlgemerkt, 12. Sven Rogers, 13. Leon Rostek, 14. Karl Holz, 15. Hannes Wegner, 16. Jim Rich, 17. Fabian Jansen, 18. Lukas Queste, 19. Emily Prick, 20. Nico Göbel, 21. Daniel Quier, 22. Tobias Schmidt, 23. Dean Stoneman, 24. Benjamin Heidkamp und ich würde sagen, auf geht's. Mein Wagen steht noch nicht ganz hinten, wo ich gar nicht mitfahre. Aber gut. Und ja, die Ampel gehen auf jeden Fall an und ich wünsche euch viel Spaß beim großen Preis von Belgien. Lauf 1 hier. Marvin Dienz kommt da. Ja, ich sag mal, ganz gut weg. Muss jetzt natürlich in Kurve 1 schauen, dass es passt. Ja, könnte sich ausgehen eventuell. Da hinten wird ein bisschen geschoben. Ja, da gibt es auch ein paar Berührungen. Und mal schauen, wer sich von den beiden jetzt hier auf Platz 1 begibt. In Rouge. Ui, das geht da eng aus. Ja, da war eine Berührung drin und deswegen musste Marvin Dienz abkürzen. Aber jetzt geht es auf die lange Gerade. Marvin Dienz also auf der 1, gefolgt von Mohamed McLovin. Auf der 3 Lukas Mertens. 4. Samuel Hullebeck. 5. Carlos Sainz, der schon Platz gut macht. Matt Brown auf der 6. 7. Almir Gahin. 8. Tom de Brent. 9. Philippe Nasser. 10. Philipp Petrat, der ist schon in den Punkten angekommen, auf jeden Fall. Richtig, richtig, richtig. 11. Tobias Fritz, 12. Sven Rogers, 13. Leon Rostek, 14. Hannes Wegner, Jansen. Emily Prick schon ordentlich nach vorne gekommen, Lukas Quester, Jim Rich, Karl Holz, mit Dean Stoneman da im Kampf. Muss Dean Stoneman jetzt auch noch aufpassen, ja, da ist nicht jetzt Quiert vorbeigegangen eigentlich, aber jetzt ist Stoneman da, ich bin schon wieder zurück, ja, nein, ja, da geht Quiert ein bisschen weit. Da Riesenglück. Da haben wir noch Schmidt und Göbel. Dann gehen wir nach vorne. Ja, da ist Marvin Dienz in Bedrängnis. Mohamed McLovin ist dran. Der will da jetzt. Oh, die haben die beiden schon unten, glaube ich, abgesetzt, wollte ich sagen. Kommt da jetzt der Angriff von Mohamed McLovin? Erstmal noch nicht. Und dahinter Hullebeck mit einem Rutscher. Da wollte, glaube ich, da vorbeigehen. An Lukas Mertens war, glaube ich, auch schon fast vorbei. McLovin, der könnte, glaube ich, da schneller fahren, eindeutig. Der müsste bloß ein bisschen weiter weg sein. Jetzt geht er aber raus aus dem Windschatten. Kommt der jetzt der Angriff? Er müsste früher rausziehen. Und da hinten allerdings jetzt Mertens in Bedrängnis. Nee, doch nicht. Hullebeck zieht zurück. Thank you.
Sven Rottesmann auch. Und der in Portugal seine ersten Punkte geholt überhaupt. Das ist auch gar nicht so schlecht mit einem dritten Platz. Mal schauen, ob der Fittingsbetreiber das gleich nochmal ein Stückchen nach vorne geht. Auf jeden Fall vorne haben wir nochmal diesen Kampf. Im Kampf. Das Problem ist für McLaren, er ist einfach zu dicht dran. Ne? Er müsste vielleicht hier vor der Rouge ein bisschen Abstand haben, damit er nachher erst auf der Geraden richtig dran ist. Wiens fährt auf jeden Fall die schnellste Runde. Er ist Lukas Mäten auf der 3 mit der schnellsten Runde. Zu spät dieser Angriff, oder? Und dahinter Holoubek versucht es nochmal gegen Merten und ist jetzt vorbei. Samuel Holoubek geht vor auf die 3, holt sich den WM-Zweiten. Sehr gut gemacht. Carlos Sainz ein bisschen weit an der Stelle. Ansonsten zieht jetzt alles ein bisschen hinten. Keiner wirklich holt sich einen Angriff, außer vorne so ein bisschen. Da bettet man sich wirklich. Mal sehen, wie auch wieder Windschatten hier so wird. Dann wäre so dicht dran, er könnte wahrscheinlich überholen. Das geht sich nicht aus für ihn. McLaren hat ja schon, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, 2 Siege. Ne, 1 Sieg erst, aber befindet sich auf Platz 8 nur auf der WM, wo er auch schon einmal Dritter wurde, aber hat an sich so nicht häufig gepunktet, muss man sagen. Jetzt scheint er hier endlich mal so ein bisschen in diesen Rhythmus reinzukommen mit Punkte sammeln. Tobias Schmidt fährt die schnellste Runde. Ich glaube, diese Runde wird auch nicht ganz in den Griff kommen und jetzt Holoubek wieder in Gefahr. Haben wir auch einen Mirka hin, der hat aber schon früher angegriffen. Ne, sieht sie auch nicht aus. So, die Roger sind schon auf der 11. Da ist nämlich, ist das Tobias? Ja, Tobias Fritz ist zurückgefallen von 11 auf 13. Pablo Brenn ist auch nur auf der 10, hat Petra zugeschlagen und jetzt versucht es Rostek gegen deinen eigenen Teamkollegen. Da war ich zu dicht hinterfahren, sonst treibt es einen hier zu sehr raus. Deswegen hat er auch Rogers jetzt so ein bisschen Abstand gelassen, muss jetzt aber natürlich auch aufpassen nach hinten. Und da Fritz hat es probiert an Rostek. Jetzt hat Rogers auf jeden Fall einen Abstand, der groß genug ist. Der ist fast schon wieder zu groß. Da ist
Tom de Brent fast schon eher in Schlagdistanz, um den Windschatten von Felix Petrat zu kriegen. Marvin Wiens fährt die schnellste Runde. Jetzt kann auch sein, ob der 5. McLovin, er ist noch weit genug weg. Vielleicht jetzt, ja, er geht jetzt direkt da hier aus dem Windschatten raus. Das war diesmal der richtige Abstand, den er gebraucht hat. Und das sieht gut aus für McLovin. Ja, McLovin geht in Führung. Sehr schönes Manöver. Vielleicht Dienst mal zum Vergleich. Marvin Dienst hatte bis jetzt ja noch nicht so viel Erfolg. Nur in den ersten 4 Rennen hat er mal gepunktet. Und zwar mit einem 4., 10. und 6. Danach fehlen keine Punkte mehr für den Deutschen. Also von daher wäre diese 18 Punkte für ihn, die er jetzt momentan inne hätte, sehr, sehr wichtig. Würde ihn auf jeden Fall in der Tabelle doch ein bisschen nach vorne spülen. Und Lukas Merten noch immer nur auf der 4. Und Petra hat hier schon mal einen großen Abstand nachher zu der 8. Verliert natürlich trotzdem Punkte auf Lukas Merten. Das ist jetzt ganz bitter. Er hatte 2 Punkte Vorsprung. Momentan würde er 8 Punkte Rückstand haben. Falls Lukas Merten sich jetzt nicht verbessern sollte. Windschatten hat er auf jeden Fall. Da sah der Wagen ganz schön instabil aus. Und McLovin hat gleich mal 9 Zehntel Vorsprung. Er geht jetzt schon raus. Doch, reicht wieder nicht aus. Nee. Und da hinten haben wir Kahim. Der muss aufpassen. Da kommt Nasser. Nein, geht sie nicht aus für den Brasilianer. Ja, und Tom de Brent hat noch immer den 10. Platz inne. Und ja, Roger und Rostek. Die beiden, die geben sich hier gerade Saures. Ja, und das hat natürlich viel, viel Zeit gekostet. Damit hat man sich vielleicht selbst jetzt schon um den 10. Platz gebracht. Vielleicht Glück für de Brent. Aber schauen, vielleicht haben wir noch 2 Runden, aber es könnte auch gut sein, dass wir nur noch eine haben. Kann sich Rostek da schon mal ganz gut absetzen, aber es ist eigentlich viel zu weit weg. Und McLovin, ja, ich glaube, das wird nur noch eine Runde. McLovin auf jeden Fall gibt hier ordentlich Gas. Und dahinter haben wir noch die anderen beiden. Ja, es wird, glaube ich, nur noch eine Runde. Ja, 2 Minuten 8 fahren will, 1,56 fahren noch. So, jetzt hat Merten einen Abstand, der ungefähr okay ist. Der sollte vielleicht passen. Petrat fährt die schnellste Runde auf der 9. So, wird das nochmal die Chance für Petrat jetzt hier?
Das könnte klappen. Er muss aufs... Nein, er schafft es nicht. Er geht nicht aus dem Windschatten raus. Er hätte es eigentlich schaffen müssen. Jetzt geht er raus. Es ist aber zu spät. Letzte momentan auch bloß noch Dean Stoneman, der hat ja eigentlich schon vorgearbeitet gehabt während des Rennens. Hat er jetzt ordentlich verloren? Vorne sieht es natürlich ordentlich aus. Wie alle natürlich sehr, sehr eng beisammelt. Ja, gehen wir mal nach vorne, weil da befindet sich McLaren in seiner letzten Runde. Es wird sein zweiter Saisonsieg. Weil viele wahrscheinlich gar nicht wissen, McLaren hatte letztes Jahr ein Angebot von Force India für die Formel 1, hat aber niemand darauf geantwortet, auf dieses Angebot. Und von daher hat er seine Chance verpasst und muss ihm halt damit leben, dass er noch immer nur in einer Junior-Serie fährt. Da ist der Sieger, Muhammad McLaren gewinnt hier das Rennen und Lucas Madden fährt sogar nochmal die schnellste Runde auf der 2. Marvin Deems, sehr, sehr gutes Ergebnis. Dritter Samuel Hulbeck, auch sehr, sehr gutes Ergebnis. Vierter Lucas Madden, fünfter Matt Brown, sechster Carlos Sainz, Matt Brown hat also noch Carlos Sainz geholt, siebter Almir King, achter Felipe Nasser, neunter Felix Petran, zehnter Tom de Brenn, ja, auf der 11 Leon Rosberg, dann Rogers auf der 12. 13. Fritz, 14. Jansen, 15. Wegner, 16. Frick, 17. Quester, 18. Ritsch, 19. Holz, 20. Kwiat, 21. Heidkamp, 22. Flügel, 23. Schmidt und 24. und letzter ist Dean Stoneman. Ja, ich verabschiede mich jetzt hier zu wissen vom ersten Lauf in Spa-Francorchamps. Wir sehen uns dann noch wieder zum zweiten Lauf und bis dann einmal. Ciao, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.